Lass es geschehen, YouTube. Herzlich willkommen zu Resident Evil. Wir machen weiter. Und wir haben was Tolles vor. Denn wir müssen in den Keller zurück. Weil dort noch was auf uns wartet, was wir lösen müssen. Und die Schrotflintenmunition wird uns dabei hoffentlich hilfreich sein. Ich weiß gar nicht, wie man hier noch Munition baut. Also Schrotflintenmunition. Aber wir gehen mal ohne das Zeug runter. Ich glaube, 4 so eine Viecher müssten da unten noch sein. Das heißt, wir müssen echt gut aimen. Da sind 4 so eine Viecher da unten noch. 4 Stück ungefähr. In diesem Raum hinten, wo diese... Nein, da war es nicht. Aber hier haben wir noch was vergessen. Genau, hier haben wir auch noch den Dietrich vergessen. Schatzfoto. Jetzt kommt doch hier der eine runter, ne? Kam, glaube ich, schon. Wo war das mit diesen Levelviechern, mit den ganz vielen? Hier, ne, war das? Das leckt, das ist nicht gut. Okay, der erste ist down. Oh, nicht lecken, bitte. Jeder Schuss muss sitzen. Hör zu. Warte mal, hier war das, glaube ich, nicht. Komm, sterb! Okay. Wir müssen... Oh, wo war denn dieser Raum mit dem Ofen? Wo war denn der Raum mit dem Ofen? Das ist das, wo diese Öfen da sind. Ah ja, hier hat er ja gespeichert, genau. Da war es nicht. Wo war der Raum mit den Öfen? War der hier? Ja, genau, bingo. Ja, jetzt geh auf. Hallo? Fick dich doch! Genau. Und das ist nämlich der Schlüssel, den wir brauchen, um in diesen einen Raum reinzukommen. Schießpulver. Können wir Schrotflintenmunition mitbauen? Wir haben aber kein Mittel hier. Deswegen weiter. So, wo war das jetzt mit diesen... Scheiß da, wo wir hin müssen? Das war... Genau, ich glaube, das war hier längs, oder?
Nein, das war hinten in den Keller rein. Alter, diese... Die Map ist halt richtig AIDS, Mann. Geh weg, geh weg, geh weg. Genau, hier war das richtig. So. Hier gehen wir erstmal hier ran. Holen jetzt die Schrotflintenmunition und laden mal nach. Nimmst du die Schrotflinte? Ah, auf 4. So. Und hier ist jetzt der Kopf, der letzte, den wir brauchen. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein, 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 nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. So, und jetzt muss ich ganz ruhig bleiben. Weil jetzt kommt eine Überraschung, die ihr niemals erwartet hättet. Cher, ist so Cher, wird richtig krass, Alter, ich share dir. Hier ist sonst gar nichts mehr. Hier unten ist nichts, Alter, und ihr seht, ne? Hier ist mies krass. Pistolenmunition. Pistolenmunition. Und hier ist... der tote Typ. Armer der PT. Ach, ist der Cop, Alter. Eklig. Ekelig. Und hier... hier passieren die ganzen wunderschönen Dinge. Hier werden Menschen... auseinander gehackt, gestückelt und gefetzt und getreten. Ja, Schlangenschlüssel haben wir nicht. Schlangenschlüssel. Schießpulver. Das Gehen ist immer das Geilste. Fasziniert mich immer wieder, Freunde. Fasziniert mich immer wieder. So, jetzt, wenn wir das hier gleich nehmen, dann passiert eh was. Deswegen mischen wir uns erstmal ein bisschen zusammen, Alter. Das ist das. Wie kriegt man denn Schrotflintenmunition? Können wir das mischen mit dem hier? Nein. Okay, wir haben nur noch das eine Mittel. Eine Pflanze mit viel Wunderheilung, Nährstoffe, stellt beim Verzehr eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Das heißt, wir haben nur das als Heal. Nice. Schwein! Du auch nicht. Friss das. Kuckuck. Putz. Die Knarre wird nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Ich weiß. Ah! So, wir müssen dafür sorgen, dass er die scheiß Axt kaputt haut. Ja, aber wenn er uns immer trifft, kann man nichts machen. Wir sind schon am Humpeln. Oh. Was macht er denn? Wo ist er denn? Spaß. Du bringst mich um, ich
komme sofort zurück. Ich mag dich nicht. Ich mag dich überhaupt nicht. Du stinkst. Geh mal weg von mir. Das können wir den ganzen Tag machen, du Idiot. Hallo? Er will es, er will es. Wir machen dieses... Genau das wollte ich. Ja! Komm schon, Baby. Ey, wollen wir jetzt wieder das machen, oder was? Was? Du wirst sterben. Komm her, Baby. Beruhig dich doch mal! Shit. Shit! Oh, fuck! Nein! Shit. Ich muss Arznei mitnehmen. Shit. Ich hab halt nur noch das Gras, Alter. Mehr hab ich nicht. Ich darf mich halt am Anfang nicht von ihm treffen lassen. Von dem Sack. Jetzt auf einmal ist keine Pistolenmunition drin, sondern Flüssigzeug. Bitch, please. Armer Deputy. Sieht sexy aus, wie er da hängt. So, wollen wir eigentlich alles... Man kann aber auch so zwischendurch nicht speichern, ne? Ist schon... Oh, Ich hab richtig heiße Ohren. Nicht, weil das Spiel so Angst macht, sondern weil der Fight halt einfach Cancer ist, Alter. Er ist richtig Cancer. Da werden wir jetzt oft sterben, Alter. Wir werden da bestimmt richtig lange dran sitzen. Wir müssen einfach mit ihm rumlaufen. Los, 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 steh auf. Du kommst hier nicht raus. Ich weiß. Bis er irgendwann keinen Bock mehr hat und sauer wird. Und dann das Ding da aufreißt. So lange müssen wir warten. Jetzt, komm. Jetzt drehen wir uns wieder im Kreis. Eine halbe Stunde. Bist du schneller als du bist? Bis er richtig angepisst ist und dann die Kettensäge holt. Oh, habe ich dich angepiekst, wa? Otto. Die KI ist aber auch schon geistig irgendwie ein bisschen abwesend, kann das sein? Hier bin ich. Hier bin ich. Komm, wie doof der ist.
Yo, yo, yo. Ich diss dich, du Opfer. Ich ficke deine Mutter. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Oh, guck mal hier. Kicks. Er ist gefangen. Kicks. Du bringst mich um und ja. Ich komm sofort zurück. Ja. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn in diesen ersten Ding drinne. Jetzt hat er die Axt kaputt gemacht. Jetzt geh hin und mach die Fenster auf. Das ist nicht groovy. Ich kann die Kettensäge nicht nehmen. Was ist das? Back ich da? Ich hab nicht genug Platz. Warte mal, warte, ich muss das runterwerfen. Wir brauchen hier Gleichberechtigung für alle. Jetzt geht's los. Jetzt können wir tanzen. Ah, okay, man braucht nur einen Platz. Aber deine Axt ist viel krasser als meine, ja? Nicht ganz so treffsicher, das Gerät. Zum Glück haben wir die Stange hier noch in der Mitte. Jetzt stellt euch mal vor, das Scheißding ist weg. Holy shit. Ah! Ich hab nichts zum Healen, ey. Ich muss unbedingt nochmal zurück, glaube ich, und dann Arzneimittel holen oder so. Jetzt habe ich keine Chance gegen den. Mal, lass sie mal hauen hier ein bisschen. Einmal. Hau doch mal jetzt hier in die Mitte. Wir tanzen Lambada. Eine ganze. Hey Bruder, alles nicht so gemeint. Nee, wir brauchen einmal für das Ende, wenn er die Wand kaputt schlägt, brauchen wir unbedingt Erste Hilfe. Also wir müssen noch einmal kurz zurück und wir müssen Erste Hilfe holen, weil diese Arzneimittel alleine hilft nicht. Definitiv nicht. Wir können das so oft spielen, wie wir wollen. Ohne die Erste Hilfe werden wir das nicht schaffen. Das Problem ist, ich habe Angst, dass da noch mehr von diesen Viechern kommt und wir noch mehr Schrotflintenmunition verbrauchen. Ich glaube, eins kommt hier noch, ne? Ein Schwabbelbabbel. Ja, eins ist hier noch. Wir müssen uns den Weg mal merken.
Wir brauchen unbedingt Arzneimittel. Weil sonst schaffen wir den nicht, den Boss, weil wir auf normal spielen und nicht auf easy. So, weg. Schrotflintenmunition können wir noch mitnehmen. Pistolenmunition können wir auch weg. So, jetzt brauchen wir... Wir nehmen erstmal das flüssige... Flüssige Chemikalien nehmen wir mit. Starke flüssige Chemikalien nehmen wir auch mit. Kraut haben wir... Guck mal, wir haben sogar fünf... Fünfmal haben wir Kraut. Fünfmal. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, ob wir was mischen können. Ein Arzneimittel. Zwei Arzneimittel. Drei Arzneimittel. Dann will ich einmal Munition bauen. Ob, mal gucken, ob das geht. Starke Arznei brauchen wir nicht. Genau, mit diesem Schießpulver. Will ich mal was probieren. Das kombinieren wir mal hiermit. Okay, das gibt auch nur Pistolen. Verbesserte Pistolen, Munition mit zusätzlichen Schießpulver, wodurch die Durchschlagskraft erhöht wird. Okay, Munition kann man mit G wechseln, alles klar. Da kann man bessere Munition mitbauen. Wow. So, weg. Alles weg. Alles weg. Das nehmen wir mit. Mehr brauchen wir dann nicht. Dann können wir noch zwei Sachen aufheben oder so. Wir safen noch einmal hier. Und dann gehen wir nochmal runter. Wir machen das noch in der Folge. Ja, wir machen das noch in der Folge. Ich glaube, ich habe 10 nach angefangen oder so. Jetzt läuft die fast 25 Minuten die Folge. Jetzt müssen wir hier nach rechts gehen. Er läuft aber auch richtig langsam. Müssen wir hier? Nein, hier müssen wir nicht rum. Wir müssen dann hier längs. Genau hier durch diese Badewand. Drecke. Dreckskacke. Drecksscheiße hier. Dann hier längs. Dann hier runter. Und ich hoffe, das speichert er jetzt auch. Nochmal. Hoffentlich. So. Erstmal die ganze Gülle aufheben, ne? Jetzt. Pistolenmunition ist es dieses Mal. Das ist so ein Knobelspiel, glaube ich. So, der arme Bulle. Armer Deputy. Armer Deputy. Dann ist hier diese Scheiße, die da hängt. Und jetzt müssen wir uns... Jetzt müssen wir uns wirklich... gut anstellen. Gleich. Schießpulver. Hier ist nichts mehr. So. Jetzt gehen wir wieder hoch. Munition brauchen wir eh nicht. Das heißt, wir können das Messer behalten. Wir kennen ja jetzt diesen... nicht diesen Bug, aber... den Trick, wie wir ihn halt einsperren können. Alter Wichser. Du kommst hier nicht raus. Du auch nicht. Jetzt müssen wir ihn nur dazu bringen, dass er gleich haut. Er muss nur einmal hauen oder so. Es ist halt sehr spannend, ne, mit ihm da rumzulaufen. Hallo? Es juckt, es kitzelt gerade bei mir. Ein bisschen im Schritt. Ich schlitz dich auf, du Opfer. Schicke deine Mutter, du Hurensohn. Komm her, ich habe ein Messer. Oh, jetzt geht's los. Ja, wo ist er? Wo ist er? Junge, hau doch mal zu mit der Axt, Mensch. Hau zu! Wir müssen ihn nur dazu bringen, dass er einmal zuschlägt. Aber ohne, dass er mich trifft. Guck mal, wie er gleich Gas gibt, ne?
Hau mal bitte einmal zu. Dankeschön. Geh weg. Oh, gleich ist echt für alle, du Arsch. Guter Junge, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Zwei. Drei. Ja, ja, ist ja gut. Eins, zwei, drei. In dein Gesicht! Ja. Oh, jetzt setzt es aber mal. Er ist halt richtig angepisst, ne? Wir müssen ihn noch einmal, danach schlägt er das Ding hier in der Mitte kaputt. Drei. Nur einmal haben wir ihn getroffen. Eins. Zwei. Sing Battle Bitch! Komm ran hier, du Opfer. So, jetzt haut er das Ding in der Mitte nämlich kaputt. So, jetzt müssen wir Arznei nehmen. So, jetzt haben wir ihn. Was ist los? Was haben wir? Shit, komm schon. Komm schon, Baby, geh an, geh an. Okay, wir sind wieder gleich auf, Bruder. Jetzt haben wir ihn. Du wirst hier sterben. Holy shit. Tu mir einen Gefallen und bleib tot. Holy shit. So. So, haben wir das auch kaputt gemacht? Ah, jetzt können wir das durchsägen, ja? Kaputt. Ja, die Kettensäge ist definitiv ein Arsch. Woo! Haben wir geschafft? Alter, wenn der Wichser nicht tot ist, ne? Dann weiß ich auch nicht, Alter. Nicht lecken, Spiel, nervt mich nicht. Du warst bis jetzt so gut. Ich hab wirklich keine Ahnung. Also es muss am Spiel liegen. Irgendwas muss da... Ist da nicht koscher. Alter, der Typ wurde jetzt... Der ist jetzt geplatzt, genau wie die anderen. So richtig schön geplatzt. So. Das Einzige, jetzt müssen wir zurück. Hör doch auf zu lecken, bitte. Wenn jetzt hier so eine Schwabbelviecher kommen, die ignoriere ich komplett. Ohne Witz. Ich glaube, da latsche ich dann einfach durch. Weil das wäre ja Munitionsverschwendung. Wenn wir eh nicht mehr... Wir müssen nur noch einmal in den Keller.
Wegen diesen... Wegen der Schlangentür. Das war's dann auch schon. So, wir gehen jetzt aber erstmal speichern. Und dann machen wir nämlich nächstes Mal weiter. Schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link von dem Spielesponsor von mir drinne, von dem ich dieses wunderschöne Spiel gekriegt habe. Wäre cool, wenn ihr euch das mal anguckt. Das war auf jeden Fall ein richtig geiler Boss-Battle. Ich grüße alle Leute, die zugucken. Und meine Mia grüße ich. I love you. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.